Ja, die Kandidaten sind gewählt. Die Linke ist aufgestellt. Wir sind im Wahlkampf. Wir wollen, was wir vor einem Jahr versprochen haben, jetzt weiter durchsetzen. Wir wollen soziale Gerechtigkeit hier in Hessen. Wir wollen eine bessere Bildungspolitik. Wir wollen eine öffentlich geförderte Beschäftigung, bei der 25.000 Menschen Arbeit finden. Wir wollen tatsächlich einen sozialen Wechsel in diesem Land erreichen. Dazu brauchen wir die Unterstützung von Initiativen, von Gewerkschaften, mit denen wir gemeinsam für ein anderes, für ein besseres, sozial gerechtes Hessen kämpfen werden. Wir wollen, dass Roland Koch wegkommt. Wir wollen, dass tatsächlich eine andere politische Mehrheit in diesem Lande existiert, und nur eine Stimme für die Linke ist eine Stimme gegen Koch.